Ja, da können wir eigentlich auch mit dem Tourtagebuch weitermachen, ne, Matthias? Nachdem wir den ganzen Tag in SeaWorld waren. Guck mal, Mako fährt noch. Ja, lange noch. Ja, wir kommen gerade aus SeaWorld. Es ist jetzt wie spät? 7:30? Nee. Wie spät ist? Spannend. Super spannend. 8. Oh, schon 8. Okay. Ja, wir sind gerade per Uber von SeaWorld zu unserem Hotel gefahren, weil... Sehr schnell, ja. Weil der Shuttlebus... Der fährt erst wieder in einer Stunde oder so. Und wir wollten nicht so lange warten. Wir dachten uns, wir können ja mal gucken. Hier sind so ein paar Restaurants. Ob wir da was zu essen finden. Wäre ja ganz praktisch eigentlich. Wir haben nur einmal heute gegessen. Yep. Ja, wir sind jetzt hier. Wo sind wir hier? Sieht ja ganz chillig schon mal aus. Wir gucken mal rein. Okay, wir sind jetzt hier in so einen Laden rein. Direkt vor unserem Hotel. Der heißt Fridays. Und... wollten wir Getränke bestellen und haben dann gesehen, dass in der Karte irgendwie keine Preise stehen. Bei den Getränken, also bei den Gerichten stehen Preise, aber bei den Getränken stehen keine Preise. Da habe ich mal so nachgefragt, so stehen da keine Preise. Und er meinte so, ja, das ist immer unterschiedlich. Das ist schon mal komisch, kenne ich so nicht. Habe ich so gesagt, ja, was kostet das vielleicht mit das? Er so, ja, so 3 oder 4 Dollar, so. So, okay. Mal gucken, es ist spannend, was es am Ende kostet. Das sieht ja mal geil aus. Was ist los, Matthias? Heute ein Sandwich. Ist doch ein Sandwich. Ich nicht. Hau rein. Ich weiß auch nicht, was das kostet hier. Ich auch nicht. Aber das hat jetzt nur 10 Euro gekostet. Meins glaube ich 14 oder 15, nee, 13? 15? 14? Okay, 14. Ich bin gerade so überfordert. Was haben jetzt die Getränke gekostet eigentlich? 2,80 Dollar oder so. Geht ja. Ja, für eine Sprite und eine Cola 0,4 oder so. Nee, 0,4. Doch 0,4 glaube ich. Oh Gott, Leute, wir hätten uns ein Tutorial-Video angesehen. How to go to a restaurant in the USA. Ist das denn normal, dass hier keine Getränkepreise sind? Ja, wir sind zu schlecht vorbereitet. Ich gucke mir gleich ein Tutorial-Video an, dass uns das nicht normal passiert. Na, jetzt wissen wir ja schon einiges. Ja. Oh Mann. Naja, egal. Ich bin so platt. Jetzt. Jetzt, wo wir da eben kurz zur Ruhe gekommen sind und gegessen haben, jetzt und bin ich aber also auch. Ich finde das so doof mit diesem. Also, es ist super, dass es Klimatisierung gibt hier. Aber so in den krass. Räumen. Aber weißt du, dann kommst du von dieser Hitze da rein. Wobei jetzt ist es gar nicht mehr so heiß. Es ist immer noch eine schwüle jetzt, Hitze hier draußen. Jetzt ist es eher so. Ich find's angenehm. Nee. Ich find's angenehm. Ja, okay. Und weißt du, da kommst du rein, dann frierst du erstmal, weil du halt nur so. Ja, Sachen anhast, ne? Man gewöhnt sich auch an die Sache einfach. Okay. Natalie, seit wann filmst du eigentlich nur noch deinen Mund? Ja, ich kann nicht mehr meine Arme so hochhalten. Ich habe so Schmerzen. Hast du den ganzen Tag schon so gemacht? Nur um kurz noch die Frage zu beantworten, ob ich Sonnenbrand habe. Ich habe Sonnenbrand. Hier auch. Und man sieht anhand meines Sonnenbrandes genau, wo ich meine Tasche den ganzen Tag getragen habe. Ja, morgen cremen wir uns ein. Wo ist eigentlich unsere Sonnencreme? Ich habe das da? Zum Mitnehmen und die große im Bad. Okay, denken wir da morgen dran? Wir denken dran. Spätestens, ich weiß nicht, wie lange hält das an, drum dran? Egal. Wir denken einfach dran, morgen. Eine witzige Situation. Eine witzige Situation? Oh, sorry, ja. Ich bin ja gerade mit meinen Schlafsachen da über den Flur geschlichen. Und dann gab es zwischen mir und einer anderen Person eine unangenehme Situation. Ich weiß es auch noch nicht. Also für mich war nur unangenehm, weil halt meinen Schlafsachen. Ich habe damit gerechnet, dass mich jemand sieht, aber nicht so schlimm. So, und dann geht dann so, es geht halt so ein langer Gang. Ich war gerade am Anfang von diesem langen Gang und am Ende ist halt so ein Quergang. So, und in diesem Quergang geht so ein Mitarbeiter einfach so lang. Und genau in dem Moment, wo er an meinem Gang vorbeigeht, rülpst er laut. Ha ha ha!
Und danach sieht er mich und geht einfach weiter. Ich dachte mir nur so, er hat mich gesehen. Und da dachte ich nur so, oh, er hat laut gerülpst. Ja, da siehst du dann mal deine Schlafsachen wohl doch nicht mehr so unangenehm. Nee, ich war voll der Winner in der Situation. Okay, ich glaube, es ist für uns Schlafenszeit. Bei mir meldet sich schon wieder seit 3 Stunden oder 4 Stunden die deutsche, innere deutsche Uhr. Ja, oh, mein Haar sind ja noch nass. Egal, wir gehen schlafen. Wir gehen gleich schlafen, wir sind noch voll lang am Handy wahrscheinlich. Aber ich sag, ich beende jetzt den Tag hier. Ja, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, wir sind wieder beim Frühstück. Und jetzt bin ich offiziell begeistert, weil ich habe jetzt gestern gar nicht gesehen. War ich blind oder war das nicht da? Ich weiß nicht, aber die haben hier Obstsalat. Ja. Mit Vanillejoghurt habe ich da noch drüber gekippt. Und da gab es so Mini-Brötchen. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich probiere es mal. Es hat mich angelächelt. Macht ihr das ein geiles Brot wie die Frau oder mit diesem Ei? Was war das? Rührei oder? Und Würstchen hat sie da auch drauf. Und mit Käse hat sie auch noch drauf. Ja, und irgendwelchen Salat oder so. Vielleicht später. Es gibt hier übrigens auch Schokowaffeln. Das ist einfach Porno. Was war das? Kalt. Oh. Igitt. Was? Muss ich mal dran gewöhnen. Wir sind jetzt Fan von Uber. Tatsächlich. Meine Linse beschlägt schon wieder. Meine Kamera findet es auch nicht geil hier. Das demonstriert einfach diese Luftfeuchtigkeit hier. Man kann sich das nicht vorstellen. Es ist wie in so einer Dampfsauna. Ja, den ganzen Tag. Nicht so ganz so krass, aber schon so annähernd. Eine Kinderdampfsauna. Ja. Ja, wir warten jetzt auf unser Uber-Taxi. Ist eigentlich ganz praktisch. Zeig mal, wenn man sieht. Man kann hier als so ein... Das sind halt, für die, die es nicht kennen, das sind halt so eigentlich Privatpersonen, ja, die das machen, um sich was dazu zu verdienen. Ne? Genau. Ich glaube, unser Taxi kommt jetzt, da schon. Ja, da hinten sehe ich ihn auch schon. Ja, ist einfach geil. Es ist geil, weil es ist günstiger als Taxi, ne? Und schneller. Und schneller. Und mit dieser App ist alles super geregelt. Du siehst, wo die sind, wann die kommen, wo eins in der Nähe ist. Und dann, ja, wird es auch direkt über die App abgebucht. Du musst dem auch kein Geld geben. Es ist total geil. So, lass mal einsteigen. Wir fahren jetzt zu SeaWorld und von da aus mit unserem Shuttle mit kostenlosem Shuttle nach Busch Gardens. Geil. So. Da sind wir schon 5 Minuten später. Das ist so krass. Ja gut, unser Hotel ist auch nicht weit, aber trotzdem ist es einfach, ja. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu SeaWorld rein, um uns Parkpläne zu holen. Das haben wir nämlich gestern vergessen. Und um auf Klo zu gehen. Gut, dass wir gestern alles verkackt haben in SeaWorld. Da sind wir jetzt ein bisschen gefrühstückt. Wir haben alles verkackt gestern. Alles. Wir haben Sonnencreme vergessen, ich habe meinen Brillen-Eddy vergessen, wir haben Schirme vergessen. Scheiße. Wir haben wieder Schirme vergessen. Wir sind so gut. Komm, wir steigern uns, ja? Ja, wir haben uns eingecremt. Wir haben uns eingecremt. Das auch. Ich geh so durch den Park, in den Park rein, nehme mir die Parkstelle, dreh wieder um, geh raus. Der eine sagt, Sir, can I help you? Der war völlig entsetzt, dass ich sofort wieder rausgehe. So, oh, everything's fine, I'm just getting some parking. Und dann er so. Oh Gott. Und ich war auf Toilette in der Zeit. Oh Manta, oh Gott, oh, sie ist so. Sie ist so ein Gegenlicht auch. Oh, sie ist toll. So, jetzt gehen wir zu unserem Shuttle. Das Shuttle von SeaWorld zu Busch Gardens kann man auf der Webseite von Busch Gardens reservieren. Habe gemacht. Mal gucken, ob sie juckt. Gestern hat nämlich die Reservierung niemanden gejuckt. Bei dem Shuttle gestern. Jetzt wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht juckt ihr eher, dass wir ein Ticket für Busch Gardens haben, weil das die Voraussetzung ist, dass das Busch Shuttle umsonst. Das Ticket für Busch Gardens ist das, was so 20 Mal nass geworden ist, ne? Schon.
Ja, aber das hat ja eben auch funktioniert. Und ich hab's auch digital noch. Ja, das wird schon. Ich hab natürlich erstmal dein Ticket abgescannt und zeig mir das Bild nicht so. Geil. Das ist ja hier, wo sie. Das ist so witzig, weißt du? Das, sie haben halt mit. Sie hat halt dieses Ding, so ein Scan-Ding in der Hand gehabt, so wird sie die Tickets abgescannt und damit konnte sie halt auch Fotos machen. Das war voll verwirrend für uns. Und da ist dann war das auch das Foto drauf zu sehen immer. Ja. Sie dachte, du willst sie verarschen wahrscheinlich, weil du mit einem anderen Ticket da reingehst. Na gut, so, hier sind wir bei der Haltestelle und jetzt warten wir auf unser Shuttle. Mir ist heiß. Ja. Meinst du, es ist klimatisiert? Ja. Ich glaube schon. Bisher war sogar dieser Gammelbus da, war. Ja! Von dem Opa, der uns gedroht hat, dass wir rausfliegen, wenn es gewittert. Chatter-Gefühle wieder auf, mit dem Bus vom Park weg. Oh ja, stimmt. Und, Matthias, ist es klimatisiert hier drin? Ja. Kann man das ausmachen? Das ist nicht so viel. Wir haben uns bei unserem Hotel ein paar Flyer mitgenommen und nutzen jetzt die lange Busfahrt von wie viel? 1,5 Stunden? Ja, ungefähr. Vielleicht noch 2. Um uns schon mal ein bisschen schlau zu machen. Aber ich will nicht gespoilert werden eigentlich. Man muss dazu eben sagen, Buschgans ist... Nicht in Holland. Ja, also Buschgans ist außerhalb. Ich weiß, es gibt ja sogar von Frankfurt einen Flug nach Tampa. Ja. Das ist schon noch weiter. So wie Heidepark von... Oder von Hannover aus. Von Hannover. Ist ein bisschen außerhalb. Ja, aber deswegen sind wir froh um dieses kostenlose Shuttle, das Matthias in einer mühsamen Internetrecherche gefunden hat. Ich bin stolz auf mich und ich werde mir einen Buschgans dafür hart gönnen, dass ich uns $140 gespart habe. Wieso $140? 70 hin, 70 zurück. Mit Uber? Ja. Ja, ich finde das auch gut. Olaf! Ach, ich bin schon dabei. Evakuiert. Die Motor ist aus, die Klima ist aus. Aber wir hören jetzt den Ton vom Film. Den wir gleich aufhören müssen, zu gucken, wie der von vorne anfängt. Im nächsten Bus. Wie lange dauert bis der nächste Bus da? Wir haben jetzt auf den Bus gewartet. 10 Minuten. So, neuer Bus, neues Glück. Diesmal haben wir sogar Fenster und... The force was not with us. Ja, nee. So. Wir an dem Bus stand vorne Magic Kingdom dran. Ich denke mal, es fährt trotzdem nach Buschgans. Und sonst halt Magic Kingdom. Ja, sonst suchen wir heute Magic Kingdom spontan. Wenn ihr
euch die Autos anguckt, die hier so gefahren kommen, fällt euch da was auf? Oder die hier links stehen? Da fehlt was, oder? Die haben nämlich alle vorne kein Kennzeichen, nur hinten. Der hat eins vorne, aber sonst, die meisten haben keins. Ist irgendwie so seltsam. So, jetzt sind wir gleich da. Juhu!